Bei YouTube, was geht ab? Team Fernfloss hier am Start und ich habe mal Tim reingeschnappt von den Voltic Pod Girls. Wir haben uns gedacht, wir reden mal so ein bisschen über die neue Bandlist und was da jetzt alles passiert ist. Aber vorab erstmal, hey Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut. Sehr gut. Fandest du das Event jetzt? Das Event ist schon gut. Also, auch wenn es erfolgreich gelaufen hätte können, aber sonst war in meinem Bereich jetzt zufrieden. Alles klar. So, jetzt müssen wir ja nochmal auf die Bandlist kommen. Also, was genau hat sich verändert? Also, es gab auf jeden Fall erstmal einen Band. Also, Dorn ist auf 0 gekommen, dann der Terrortop ist auf 1 gekommen und das Gras ist auf 1 gekommen. Und dann die ganzen Pendulum-Karten. So Pendulum-Call auf 3, Skycooper-Joker auf 3 und der Wisdom eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Pendulum-Karten an. Was denkst du, was wird da geschehen? Sicherlich werden die Pendel-Fans wieder die Karte ranholen und werden das Deck wieder bauen. Und dann muss man mal sehen, wie das abschneidet im Gegensatz zu der aktuellen Meta. Denke ich auch. Also vor allem jetzt auch im letzten Set hat es ja die neue Support-Karte bekommen. Duelist Alliance heißt sie. Das ist ja die, wenn man eine reinlegt, aktivierst du die, dann searchst du wieder eine Karte, die Pendulum. Das ist ziemlich krass eigentlich. Ich finde, die ganze Bandlist ist wirklich auf das letzte Set so ein bisschen aufgebaut. Weil es kam jetzt Alliance raus, also pusht man wieder Pendulums, an dem man wieder als Rücken, weil es ja eh Ende Monat tot ist, wegen Link-Format. Also was heißt tot, aber nicht mehr so krass spielbar wie jetzt. Zodiac ist ja auch geschwächt worden, damit man wieder ein bisschen mehr True Draco sieht. Und das sind ja auch erst das, was rausgekommen. Deswegen haben sie auch wahrscheinlich das Zodiac noch so nehmen lassen. Ne? Ja, es geht auf. Also man hat bei den Bands auf jeden Fall gesehen, dass es darum ging, aus den aktuellen Sets, aus den Grundsets, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind, wirklich nichts zu treffen. Genau. Damit das weiterhin verkauft wird. Und auf jeden Fall Maximum Crisis war ja, ich sag mal, ein Set für die Seller, die auf jeden Fall sehr gut mit klargekommen sind. Genau. Also, was denkst du jetzt mit Norn auf 0? Ja, mit Norn auf 0 wird auf jeden Fall Zodiac von ihrem, sag mal, vom Plus machen gestoppt. Diese Fusion Sub-Combo wird natürlich weggehen. Und dann sind halt diese krassen Plus 7 nicht mehr möglich. Das wird das Deck bis zum Link sicherlich ein bisschen verlangsamen, aber dass es jetzt wirklich, wirklich von dem Top-Punkt der Meta wegkommt, denke ich nicht. Es wird sich immer noch weiter umhalten. Ja, eben. Das Deck ist da nicht. Viel ist da nicht dran gemacht worden, nicht so wie im OCG, wo das natürlich völlig vergeht. Ja, das denke ich halt auch. Das Krasse ist ja wirklich, im Grunde genommen ist bei Zodiac ja alles noch da, bis auf die Rate, die halt auf 2 ist. Das ist aber nicht so relevant. Im OCG toppen die ja teilweise immer noch mit Zodiac. Das ist krass. Das ist halt komplett ohne Fusions-Engine. Einfach, man muss ja jetzt halt die Substitutes kriegen, die Lunar Light, die Instant Fusion braucht man nicht. Man hat jetzt sogar noch mehr Platz im Exile-Deck, einen Platz mehr, was immer so sehr gut ist. Aber so richtig Ressourcen verloren hat das Deck eigentlich nicht. Es hat einfach nur diese heftigen Combo-Packs, was du schon sagst. Plus 7 oder weiß was ich, wie lange eine Combo geht, die 20 Minuten ins Timeout geht. Das hat das Deck jetzt einfach verloren. Ja, im Grunde genommen ist es ja dadurch halt jetzt nicht weniger konstanter oder so. Es ist eher jetzt durch den Terra-Top weniger Öffnung. Gut, auf jeden Fall hat man weniger Follow-Up-Plays. Wenn man dann mit dem Terra-Top startet, dann hat man ja oft schon die erste Engine ausgebildet, wenn manche Leute darauf gehen. Und diesmal, jetzt muss man halt nicht entweder mit Tanky anfangen, Barrage anfangen oder geht direkt mit dem Zodiac-Monster dann los. Und wenn man da von der Handtrap getroffen wird, oder von mehreren sogar, muss man ja mit Tanky, dann wird das sicherlich nicht mehr so consistent im Aufbau direkt sein, dass man First Turn da direkt die ganzen Boards hinlegt und dann Plus macht, wieder seine Hand mit Handtraps auffüllen kann. So, das wird sicherlich das Deck ein bisschen schlagbarer, anspielbarer machen. Hast du eine Alternative für Terrortop? Für Terrortop, ja. Es kam ja in Maximum Crisis die Predator Brand raus. Richtig. Ob sich das wirklich durchsetzen wird in dem Deck, das weiß ich nicht. Man vergibt ja seine Normal Summon, das wäre ja das Tolle an Terrortop, dass man einfach die Special Summon hat. Wenn da drauf was kam, konnte man immer auf seinen Zodiac aus der Normal Summon. Und wenn jetzt einfach die Pflanze genommen wird und es geht nicht so weit durch, bis da die brillante Fusion gesucht wird für die zweite Normal Summon, dann muss man schon die Barrage haben. Ja, das sehe ich auch so. Vor allem denken, du machst ein Normal Summon, du musst ein Monster ja noch abwerfen, das sind ja die Kosten. Und dann, wenn du eine Handshot bekommst, dann ist es ja wirklich, du hast den ganzen Zug wasted. Die Sache bei Zodiac ist, was möchtest du denn mit der Hand abwerfen?
Das ist jetzt bei den aktuellen Metadecks so. Was möchtest du gerne abwerfen? Man kann sicherlich da Karten sperren, aber jetzt auch mit der Fünfzackung verloren und dann nicht mehr mit der Aussicht auf Karten nachziehen, ist das sicherlich nicht das Beste, um wirklich Terratop 1 zu 1 ersetzen zu können. Okay, also das denke ich auch, Terratop zu ersetzen, das ist halt unmachbar, weil Predator Plant ist kein Terratop. Man braucht halt Normis sammeln und man muss dann noch eine komplett andere Engine spielen, die Brilliant Fusion Engine, weil, wie gesagt, Normis ist cool. Das ist halt natürlich wieder bei der Brilliant Fusion Engine wieder ein zusätzlicher, ich sag mal, Target Turbo ist wieder verdorben, weil man das eine Gemman so spielen muss. Und dann spielt man noch zusätzlich zu dem Gemman Monster den Trickdown auch noch und dann auch die Predator Plant selber in zwei Genau. Die natürlich auch, wenn man zieht. Viele spielen dann auch 3-2 und wenn man dann 2 von denen in der Hand hat, dann hat man sich völlig da Spacke zu sehen. Unglaublich. Garnet, Trickdown und wenn du zu viele Brillen ziehst. Wenn man dann noch in der Rank 3 Engine da Pavian Brillen spielen würde, um sich, sag ich mal, seine Hand ein bisschen entbricken zu können, würde das einfach viel mehr Platz in Anspruch nehmen, dass da wirklich dann alles funktioniert. Man kann sicherlich da ein paar Kombinationen machen, dass man den Pavian Rotbaum dann mit Barrage schießen kann, dass man da ein paar Sachen machen kann, wenn man den zusätzlich da reinspielt. Das wirklich dann der Weg ist, den einen dann einen auf den Top hier bringt, zum Beispiel. Achso, bezweifle ich auch. Okay. Das denke ich auch. Kommen wir jetzt mal, ich glaube, zu der uninteressantesten Karte in dem Sinne für unser aktuelles Format, und zwar Grass. Bad Grass ist grüner, also Nachbars Grass ist grüner, die ist jetzt auf 1 gegangen. In letzter Zeit haben sich jetzt vermehrt die vorherigen Events, vor Masterpiece Tour, Draco, was auch immer kam, True Draco, True Kings. Vor dem Set Maximum Prizes war halt sehr viel Palio gespielt mit 60k, Inferno mit 60k, ganz viel gemischt mit 60k und so, was auch immer. Was denkst du über das Grass? Also ich fand es auf jeden Fall eine schöne Karte, als sie rausgekommen ist, weil es auf jeden Fall die Leute zum Nachdenken gebracht hat. Möchte ich wirklich 40k spielen und erstmal das zu überdenken, davor ging es ja immer darum, ich muss 40k spielen, ich muss 40 Karten am besten noch mit einem Upside spielen. Und nur dann ist eigentlich consistent. Also das hat die Leute wirklich dahin geführt, dass sie das nochmal überdenken über die Consistency und sagen, wenn ich mit 42 Karten spielen, 44 bis 45. Und das hat sicherlich auch ein bisschen Abwechslung geschaffen, wenn man dann 60 Karten gesehen hat und nicht immer 40. Ja, ich denke, es hat sehr viel Kreativität gefördert in der Szene. Einfach, weil man denkt sich, ich muss 60 Karten spielen, weil dann oute ich die Karte indirekt. Ja, die Karte ist halt nicht mehr aktivierbar und es hat genau das, denke ich halt auch, es hat die Leute wirklich zum Nachdenken. Man hat so viele kreative Decks in 60 Karten. Ich finde eigentlich, war die Karte echt sehr, sehr schön. Es hat halt wirklich immer ins Format gepasst. Auch wenn es immer krass war in manchen Decks mit Fairy Tail. Aber es war ja nie so, dass es immer genervt hat. Fairy Tail Slow war wirklich eine Karte, die davon gelebt hat. Die hat es wirklich da ganz weit nach oben gehoben. Aber ja, sicherlich jetzt die auf 1 zu setzen. Die Fans von 60 Karten, da gibt es da wirklich Leute, die schwören seit dieser Karte nur noch auf 60 Karten. Die wird das nicht dazu bringen. Die werden immer noch Left Arm Offering spielen und werden das immer noch in Kauf nehmen, ihre Hand abzuverbannen, um dann ihre eigene Graskarte zu bauen. Ja, das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Genau. Ob du denn meinst, ob die wirklich noch weitergespielt werden? Also ob die noch Potenzial haben? Auf jeden Fall weniger Potenzial, aber es ist wie nach jeder Bandlist, wenn irgendwas da gedippt wird. Es wird immer noch die Fans geben und sagen, spiele ich weiter, das funktioniert. Ich kann auch, was ich von mehreren Leuten gehört habe, das Deck läuft auch ohne Gras mit 60 Karten. Und da muss man sehen, wie sich das entwickelt. Masterpiece, wie gesagt, nichts gehittet worden, ist klar. Danke ich mir erstmal. Vielen Dank für das Video und danke für die Frage. Danke für den Moment. Vielen Dank. Hast du noch Worte, die du an die Kamera richten willst oder an die Menschen dahinter? Und ein paar Grüße. Ein paar Grüße gehen auf jeden Fall raus an das Team, an die Broadbulls, an alle Teammitglieder. Und sonst, ja, sucht unseren Kanal auf YouTube, auf Facebook, Baltic Broadbands, auch in der Beschreibung. Team Family Force, Shoutout an euch alle. Und dann, ja, wir verabschieden. Dankeschön. Alles klar, vielen Dank. Komm rein. Hey, du sprichst echt.